Mit wie vielen Groupies am Tag schläfst du so im Durchschnitt? Interviews bitte erst nachher, jetzt bin ich beschäftigt. Da steht hier neue Influencer, bitte, dass ihr euch ansteckt. Da muss man aufpassen. Hi. Hi, mit wie vielen Nerds hast du heute schon geschlafen? Es ist eine ziemlich blöde Frage von meiner Familie, muss ich gestehen. Danke. Ich habe ein Autogramm gegeben und... Ja. Ihr seid Star-TV-Fans? Nein. Kannst du nach KS-Freak noch mit normalen Männern schlafen? Kurze Frage, wie ist es so für deine Haut, wenn du an die Sonne kommst? Der war gut. Na, ich bin viel an der Sonne, ich reise viel und nicht der klassische Gamer. Der Wiener Schmäh, der ist wichtig. Was ist das? Wichtig ist das. Filmst du, bist du dabei? Ja. Servus. Kurzes Gespräch. Ganz kurz. Ja, bitte. Wie fühlt sich das für Sie an? Bitte. Gib mir 10 Sekunden. Okay, 10 Sekunden, na sicher. Was? Ja, eine kurze Frage. Viele Fragen für dich kurz. Ja, wie fühlt sich das? Ja, wie fühlt sich das für dich an, neben Stars wie Star-TV, Juri Entertainer und so weiter Interviews geben zu dürfen und auch Autogramme schreiben zu dürfen? Ich bin extrem aufgeregt einfach, weil ich die Wiener YouTube-Szene seit Anfang an verfolge, also seit 1980. Mhm. Und es hat sich so viel entwickelt. Also Wien ist für die ganze YouTube-Szene so eine Inspiration, dass ich sogar probiere, so zu reden. Und alle, die wirklich so reden, sagen wahrscheinlich, hör auf damit, weil du kannst es nicht. Oder ich was sagst du? Schwierig zu sagen, probier es nochmal. Gib mir nochmal das Wienerischste, was du kannst. Das Wienerischste? Ja. Gib mir nochmal das Wienerischste, was du kannst. Mhm, du versuchst das Weiche, aber es klingt ein bisschen bayerisch, aber du gibst dir Mühe, ich find's nicht schlecht. Ich mag halt den Kaiser, der Kaiser. Den Ballbrader. Der ist der ORF, oder? Der Kaiser. Ja. Wenn man sagt so, ja, was hat er denn? Was will er denn hier? Will er Autogramme geben? Fühlt er sich berühmt? Warst du beim Kaiser? Nee, noch nie. Ja. Er hat uns mal eingeladen und dann wieder rausgeschmissen. Wirklich? Ja, was also es blieb bei der Einladung. Ach so, okay. Er war es nicht dort und er hat gesagt, ja, okay, Kaiser, die Show. Kaiser, wenn du das siehst, ich will in deine Show. Ich finde sie großartig. Ja, wir werden ihm das übermitteln und sagen, bitte, er muss euch einladen. Bitte, unbedingt. Okay, fragen wir Ogus noch, wie das für ihn ist. Ist es für dich eine große Ehre, neben Stars wie Dativi, Juri Entertainer und so weiter Autogramme schreiben zu dürfen? Ja. Ja. Du hast nur gefragt, ist es eine Ehre? Da kann man nur ja oder nein, glaube ich. Ja, genau, ja, natürlich. Ich hab's nur wiederholt, ja. Ja, du darfst dir die nächste Frage aussuchen. Ach so. Was würdest du dich selber fragen in einem Interview? Wie gefällt dir Österreich, hätte ich mich jetzt gefragt. Okay, also gut, also wie gefällt dir Österreich? Ich finde es wunderschön hier. Also okay. Muss ich ehrlich sagen. Und viele, also in Deutschland, das ist ja bewusst, viele mögen Österreich hier schon so den ganzen Dialekt und so nicht, aber ich finde es geil. Wenn die dann immer anfangen mit der Kaiser, Mann, das ist urlärm. Der Kaiser, das ist, kennst du noch einen anderen außer den Kaiser, oder? Nö, doch, der Philipp. Der Philipp ist ja halber Österreicher, deswegen. Philipp ist halber Österreicher? Ja, wirklich? Ja, ich glaube, seine Mutter ist aus Salzburg. Seine Mutter ist Salzburgerin? Salzburg, glaube ich, mit Ö. Okay. Deswegen habe ich das schon immer ein bisschen. Also mit anderen Worten, du findest Österreich eigentlich besser als Deutschland, oder? Nein. Na, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Okay. Aber Franken ist halt schon geil. Also Bayern, Franken, das alles die Ecke, Köln ist geil. Der Rest ist okay, aber Wien, Österreich, alles zusammen ist auch auf einem Level, würde ich mal sagen. Und was sagst du, letzte Frage jetzt, was sagst du zum Wiener Schmäh? Zu was? Was sagst du zum Wiener Schmäh? Was ist das? Kommt noch, fragen wir den Phil noch. Was ist das? Phil, was sagst du zum Wiener Schmäh? Der Wiener Schmäh, der ist wichtig. Was ist das? Wichtig ist das. Das ist das Wienerische, glaube ich, oder? So beschreibt man das. Der Wiener Schmäh, das ist die Einstellung, oder? Das ist die Einstellung. Wiener Schmäh, die finde ich urgeil. Okay, ja, vielen Dank, Phil. Servus. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, nein, es war super. Danke. Bist du ein Dativ-Fan? Du filmst das Ganze. Bist du ein Dativ-Fan? Nein. Okay. Was ist mit der Prinzessin? Sind sie jetzt schwul? Das schaut jetzt irgendwie ein bisschen... Nein. Ja, Mario und Luigi gehören zusammen, oder? So ist es, ja. Hi, mit wie vielen Nerds hast du heute schon geschlafen? Es ist eine ziemlich blöde Frage von meiner Familie, muss ich gestehen. Also es ist ein bisschen unangenehm gerade. Ach so, da von den Eltern. Aber werden sie die noch finden, die Prinzessin? Weil der Luigi hilft doch nur, oder wäre sie? Ich suche ja die Daisy, ja? Genau, ich suche die Peach. Ja. Und ich hoffe, dass ich sie bald finden werde. Ja, dann sollen wir ein bisschen zur Seite gehen. Ich würde es eher lieber haben, wenn es einfach rausschneidet und es lässt. Kannst du nach KS-Freak noch mit normalen Männern schlafen? Nicht dein Ernst, oder? Doch. Was ist das für eine Frage? Ja, ob du jetzt noch mit zum Beispiel ihm schlafen könntest.
Und das ist ORF, oder wie? Keine normale Frage. Beantworte ich nicht. Dumme Frage, dumme Antwort. Mhm. Auf dumme Fragen gibt's dumme Stehst Antworten. Du auf Nerds? Auf bitte, auf Nerds? Ja. Warum Nerds? Wie kommt ihr drauf? Weil wir hier auf der Comic-Con sind und besonders viele Nerds sind und auch unter den YouTubern sind ja viele Nerds. Beleidigend, oder? Kann sein. Kann sein, ja. Ja. Also stehst du auf Nerds oder nicht? Was ist so dein Traummann nach KS Freak? Zac Efron. Kennst du? Mit dem hatte ich auch schon mal was, ja. Ja. Cool. Wie ist es, im Schatten von Superman zu stehen? Naja, ich schätze mal ein bisschen unangenehm, aber im Endeffekt wird sie ja dann eh zu Powergirl und rockt die Sache selbst. Wunderbar. Frauen an die Macht, oder? Ich würde mal sagen, geteilt ist immer noch die klügere Version. Wie schaut das Innere von einem Pokéball aus? Ist das wie in einem KZ oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist sehr dunkel, man sieht nichts. Ja. Es ist zu. Ich hätte ja gedacht, ganz weißes Licht. Nichts. Ja, aber du kennst dich auch nicht aus. Wir, lassen, wir reden mit den Experten. Schön, ich würde sagen, wie in einem Ball. Also schön warm. Ja. Ja. Lebt ihr in unterschiedlichen Pokébällen, nehme ich an? Ja, nebeneinander natürlich. Ja, also, ja. Ihre scheint schöner zu sein. Ja, also ich habe eine WG mit einem anderen Pikachu und das ist furchtbar, da lässt alles immer liegen. Also es ist ziemlich eng da drin. Du bist ein klassischer DaTV-Fan. Ein was? Ein DaTV-Fan. Okay, ja, hi. Hi. Also du bist ein DaTV-Fan? Ich weiß nicht, was DaTV ist, aber okay. Das ist der Typ, für den du da stehst. Der Typ, der auf der Bühne. Ich war noch tut mir leid, ich kenne ihn nicht. Ja. Würdest du ihn mögen, wenn du ihn kennen würdest? Sicher, als Österreicher. Österreichische YouTuber muss man feiern. Hallo. Was gibt's? Was soll ich sagen? Es wäre schon nett, irgendwie eine Frage zu stellen, damit wir irgendwie wissen, was wir sagen sollen, aber wenn nett, dann nett. Ja, cool auf der Comic-Con zu sein. Priority-Tickets lohnen sich, kann man nur empfehlen. Man muss wenig anstehen, vor allem, wenn man nicht so lange stehen kann wie ihr, dann ist es ziemlich praktisch. Viel Spaß noch! Aha, geht's noch weiter? Naja, hallo! Grüße meine Freunde und Familie. Wirklich schön hier. Tschüss.